Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zurück zu einem neuen Video. Heute möchte ich euch endlich eine lange, lange Story erzählen. Und zwar, wie einige von euch wissen, trage ich Hörgeräte auf beiden Seiten. Und jetzt möchte ich mir endlich mal die Zeit nehmen und einfach mal zu erzählen, wie kam es dazu, was genau habe ich denn und meine Geschichte mit den Hörgeräten. Also viel Spaß dabei. So, in dieser Geschichte kommt alles aus meiner kindlichen Sicht, wie ich das damals wahrgenommen habe, mein Verständnis von damals und ein bisschen was von dem, was ich jetzt bei meinem Akustiker nachgefragt habe. Meine Eltern würden wahrscheinlich noch viel mehr Details dazu erzählen, weil sie einfach erwachsen waren zu dem Zeitpunkt. Aber ich erzähle jetzt einfach mal aus meiner Sicht, so wie ich das wahrgenommen habe. Und ja, also beginnen wir. Ich bin ja 1992 geboren. Ganz normales Kind, gesundes Kind, alles in Ordnung. Ich bin aufgewachsen, ich habe ganz normal sprechen gelernt. Meine Mama hat sich auch nichts dabei gedacht. Sie dachte, ich war das erste Kind, dass es normal ist, dass man viele, viele Sachen hundertmal wiederholen muss, was bei vielen Kindern ja auch der Fall ist. Sachen wie, die schwieriger auszusprechen sind, die sprechen Kinder ja nicht gleich richtig aus, sei es jetzt zum Beispiel Hubschrauber, habe ich zum Beispiel immer Huawa gesagt. Oder Schmetterling war bei mir immer Metterling und meine Mutter musste das 100.000 Mal wiederholen. Und irgendwann hatte ich es aber dann richtig und dann war es mir auch klar. Und genau, dann konnte ich irgendwann ganz normal sprechen, wie jedes andere Kind auch. Und es war nichts weiter auffällig. Ich habe Geschwister bekommen, alles ging normal seinen Gang. Ich war, was ein bisschen im Nachhinein aufgefallen ist, ein bisschen lauter als andere Kinder. Ich habe ein bisschen mehr geschrien. Ich habe da zum Beispiel explizit eine Erinnerung. Da war ich genau in diesem Zimmer hier. Das war damals mein Kinderzimmer. Und da habe ich mit meinen Geschwistern gespielt. Und scheinbar war ich ziemlich laut. Mein Papa hat mich ein-, zwei-, dreimal ermahnt. Und das eine Mal kam er dann rein und hatte so ein Paketklebeband. Kam rein und klebte es mir über den Mund und verließ den Raum wieder. Und ich saß erstmal da so, okay, ich soll leiser sein. Ich habe verstanden. Und das wieder abgemacht und weitergespielt. Aber dabei war noch nie so aufgefallen, was eben los war. In dem ganzen Zeitraum sind wir ganz normal zu den Untersuchungen gegangen, Kinderhörtests, was man eben so macht. Und ich als Kind habe immer gedacht, gut, ich mache einfach mit, was die mir sagen. Okay, perfekt, super, alles schick. Irgendwann war meine Mama aber verdammt wütend mit dem HNO-Arzt oder HNO-Ärztin. Na, es war ein Arzt und so eine ältere Dame, die meinen Hörtest immer gemacht hat beim HNO-Arzt. Und war nicht so glücklich. Stellte sich nämlich raus, dass die immer gesagt haben, ich sei zu stur, um beim Hörtest mitzumachen. Meine Mama am Anfang, okay, ja, Annika ist ein bisschen stur. Aber ich habe bei allen anderen U-Tests immer ordentlich mitgemacht, bei dem Einschulungstest und. Ich habe immer mitgemacht, also das war nicht das Problem, nur beim Hörtest eben nicht. Und dann sind halt immer mehr ihr Sachen aufgefallen, wo ich einfach anders reagiert habe als Kind, als andere Kinder. Zum Beispiel, wenn der Fernseher lief, ich habe immer direkt davor gesessen, damit ich es hören konnte, weil ich mochte Cartoons zum Beispiel überhaupt nicht, weil die haben den Mund immer komisch bewegt. Englische Serien oder Filme waren für mich total blöd, da musste der Sound richtig laut aufgestellt werden, weil auch die Lippen sich völlig falsch bewegt haben für mich. Deswegen konnte ich das nicht hören. Kassetten abends zum Einschlafen habe ich sehr laut hören müssen, dass selbst meine Eltern das im Nachbarzimmer, im Wohnzimmer gehört haben. Und man gesagt hat, mach doch mal leise. Und ich habe gesagt, dann höre ich aber doch nichts mehr. Natürlich hörst du dann was. Ich so, nein, tue ich nicht. Und so kam meine Mama dann irgendwann dahinter, dass da was nicht stimmen kann. Und dass ich nicht stur bin für einen Hörtest. Wie gesagt, wir wohnen hier im Bayerischen Wald. Und meine Mama ist dann irgendwann sehr wütend geworden mit dem HNO-Arzt und meinte, okay, ich möchte gerne einen Hörtest, wo mein Kind nicht mitmachen muss, weil da stimmt doch irgendwas nicht. Dann haben sie noch so rumgemuckt, dann müssen sie aber ganz weit fahren, bis nach Regensburg in die Uniklinik. Und hat sie gemeint, okay, dann machen wir das, das ist mir egal. Und dann weiß ich noch als Kind, das war 2000, sind wir dann in die Uniklinik gefahren. Und für mich als Kind, ich war noch 9 Jahre alt, total ätzend. Ewige Wartezeiten in der Klinik, da 1000 Leute, erst wurden meine Ohren gecheckt, ewig lange. Und da musste ich in so einen komischen Raum alleine rein und dann hat sie zig Tests mit mir gemacht, die Dame. Und hier nachsprechen und da Knöpfe drücken und das hinter das Ohr halten und dann da wahrnehmen und hier und da und Hand heben und was weiß ich, was wir da alles gemacht haben. Auf jeden Fall war es lang, lang, lang. Und irgendwann hatte ich keine Lust mehr. Dann haben wir eine Mittagspause gemacht. Aber dann hieß es, ja, du musst nochmal hin, die sind noch nicht fertig. Und ich war total genervt.
dann eben nochmal hin und dann weiß ich weiß gar nicht, ob es ein oder zwei Tage sogar waren, ich bin mir nicht mehr sicher. Auf jeden Fall war es für mich gefühlt ewig lang und dann kamen wir raus und dann guckte sie total besorgt und dann weiß ich noch, wie ich da als kleines Kind neben dem Erwachsenen stehe und die, ich weiß nicht, ob es die Ärztin war oder wie auch immer, zu meinen Eltern meinte, von wegen, ist klar, dass ich nichts hören kann bei den Standard-Hörtests. Ich höre ja überhaupt nichts. Ich bin schwerhörig, ich brauche Hörgeräte auf beiden Seiten und am besten so schnell wie möglich. Das war als 9-jähriges Mädchen, ich stand kurz vor meinem 10. Geburtstag, ziemlicher Schock. Ich war noch in der 3. Klasse, es war kurz bevor ich in die 4. Klasse gewechselt bin. Ja, so, dann bekam ich Hörgeräte. Wir hatten einen Termin bei einem Akustiker, mit dem ich heute noch am Werkeln bin für meine Hörgeräte und bekam als Kind meine ersten Hörgeräte. Für mich als einziges Kind in der ganzen Schule, in der ganzen Umgebung Hörgeräte zu haben, war eine riesige Umstellung. Es war absolut nicht einfach. Noch dazu waren die extrem auffällig. Ich habe Bilder davon, die ich euch mal zeigen kann, als ich die ganz frisch bekommen habe. Sie waren farbig. Das Ding ist, dass das Passteil, was ihr da seht, das ist das Teil, was im Ohr ist sozusagen, dass das nur farbig ging. Ich wollte unbedingt ein durchsichtiges, aber da ich Kinderohren hatte und die noch im Wachstum waren, konnten sie nur sehr weiches Material verwenden und das gab es nur in Farbe. Und dann durfte ich mir eine Farbe aussuchen, habe ich natürlich meine Lieblingsfarbe blau genommen, weil es machte ja keinen Unterschied. Und genau, und dann war hinter meinem Ohr das Teil, wo sozusagen der Lautsprecher drin ist, was das verstärkt und in mein Ohr direkt reinleitet. So, wie war das für mich als Kind? Im ersten Moment super ungewohnt. Ich konnte plötzlich Dinge hören, die ich mich zumindest nicht erinnern konnte, dass ich die schon mal gehört habe. Zum Beispiel Vögel zwitschern, Rascheln von Blättern, wenn jemand irgendwo rumgekruspelt hat in der Tasche oder so. Ich konnte plötzlich die Uhr ticken hören, deswegen hat mich plötzlich mein Wecker total gestört. Ich konnte einfach Dinge hören, die ich vorher nicht so wahrgenommen habe. Und generell alles war halt lauter. So, genau, und ich habe mich, es hat eine Weile gedauert, bis ich mich dran gewöhnt habe. Es war halt viel mit Kopfschmerzen am Anfang, das weiß ich auch noch. Dementsprechend sind meine Noten in der 4. Klasse wahnsinnig in den Keller gegangen, weil ich eben plötzlich jedes Kruspeln, jedes Füllerschreiben, ich konnte plötzlich alles um mich herum hören und konnte den Lehrer plötzlich gar nicht mehr hören, weil ich völlig überfordert war. Und um dem ein bisschen entgegenzuwirken, habe ich dann so ein tolles Gerät bekommen. Und das ist in diesem wunderschicken Koffer, den ich dann jedes Mal zur Schule mitschleppen musste. Und ich zeige euch mal, was das war. Damals war eben die Technik noch nicht so weit. Und genau. Und da waren dann diese wunderschönen Teile da drin. Und das musste ich dann den Lehrern erklären, wie das funktioniert und bei den Lehrern anwenden. Das hieß, der Lehrer hat ein Teil bekommen. Und dort mussten wir dann dieses Kabel hier anschließen, reinstecken. Oh, wo war der Ansteck? Ach, das ist schon so lange her. Genau, hier reinstecken. Und dann mussten wir das anschalten. Und dann musste der Lehrer das sich hier in die Hosentasche stecken und hatte hier so ein tolles Mikrofon wie beim Fernsehen und musste sich das hier so reinstecken. Genau. Ich auf der anderen Seite hatte das andere Gerät, musste mir das auch anstecken, beziehungsweise ich hatte hier so ein Ding, wo ich das ranhängen musste. So, und dann habe ich es mir wie so ein kleines Kind hier so umgehängt, um die Brust. Und bei mir war auch ein Kabel dran, das ich hier reinstecken musste. Und dort waren zwei Kabel dran mit so kleinen Clips, die ich hinten an meine Hörgeräte ranstecken musste, links und rechts. Dieses Gerät habe ich in der Schule immer dabei gehabt und das hat mir geholfen, dass ich direkt die Stimme vom Lehrer, dass sie direkt in mein Hörgerät projiziert wurde, sage ich mal, gesendet wurde, wie auch immer. Und damit ich eben das besser hören kann. Viele Lehrer waren schon damals sehr paranoid und haben nicht so wirklich kooperiert, gerade in der Oberstufe dann oder in der 6., 7., 8. Klasse. Da waren die dann so, werde ich dann heimlich aufgenommen oder keine Ahnung, was die da alles erfunden haben. So, ja, ich fühle mich dadurch überwacht oder das ist meine Persönlichkeit, die dadurch eingeschränkt wird. Und die haben immer nur an sich gedacht und gar nicht an mich, dass ich vielleicht eingeschränkt sein könnte. Und da war ich irgendwann so bedient und habe das irgendwann weggelassen, weil mich das so genervt hat. Dann habe ich gesagt, okay, dann will ich halt einfach nur immer in der ersten Reihe sitzen, damit ich möglichst nah am Lehrer sitze und besser hören kann, weil das mich echt angenervt hat irgendwann.
Ich erinnere mich aber in der 4. Klasse an einen Lehrer, der das total cool fand. Das war mein Sport- und ich glaube Mathelehrer damals. Da saßen wir im Klassenraum. Und genau, und der hatte das dann angehabt. Und er fand das total cool. Die Technik und wie das funktioniert und dass er ein Mikrofon hatte. Und dann ist er rausgegangen aus dem Klassenzimmer, das weiß ich noch. Und dann hat er mir zugeflüstert über das Gerät und meinte dann so, wenn du mich hören kannst, dann komm mal vor die Tür. Und ich saß halt in der Klasse mit allen anderen und dachte, ich darf meinen Platz ja nicht verlassen, das geht ja nicht. Dann guckte er kurz durch die Tür ran und ich guckte ihn dann an und dann ist er wieder raus verschwunden, Tür wieder zu. Dann nochmal, doch, du darfst wirklich aufstehen, ich will sehen, ob das funktioniert. Wenn du mich hören kannst, dann steh auf und komm raus aus dem Klassenzimmer. Da bin ich halt aufgestanden, alle haben mich ein bisschen komisch angeguckt und ich bin einfach raus zur Tür und dann schon so, hä, was macht die da? Und dann stand der vor der Tür, lacht sich ein ins Fäustchen und meinte, das ist ja eine coole Sache, du kannst es ja wirklich hören und auch wenn ich woanders bin und das ist ja richtig cool. Er fand die Technik total faszinierend und total cool und es war, glaube ich, auch einer der einzigen Lehrer, der total fasziniert war davon. Ja, das waren meine ersten paar Jahre mit diesem wunderschönen Gerät in der Schule, weil es die Technik einfach noch nicht so weit war. Genau, dann habe ich eine ganze Weile getragen, die Technik wurde natürlich besser, es kriegten immer mehr Kinderhörgeräte, es wurde mehr auch auf Kinder abgespielt und ich weiß noch, damals waren, meine Schwester hatte dann auch Hörgeräte zu dem Zeitpunkt, die war aber nicht ganz so doll betroffen wie ich und wir waren die einzigen Kinder damals bei unserem Akustiker, weil keine anderen Kinder Hörgeräte hatten, waren nur ältere Leute. Das ging dann so ein paar Jahre und dann habe ich irgendwann, als ich 2010, also da war ich dann 18, 9 habe ich die bekommen, glaube ich. 2009 habe ich neue Geräte bekommen, genau, bevor ich in mein Austauschjahr gegangen bin. Und die habe ich auch noch, die sind in, da waren sie damals in dieser Box, wo man die drin aufhält. Kann ich ja mal zeigen. Das waren die Hörgeräte, die ich dann bekam. Das heißt, das hier ist das Passteil, was ins Ohr geht. Dann geht es über den Schlauch und hier drin ist das Mikrofon. Hier innen, das sind so die Farben. Rot ist für rechts und blau ist für links. Genau, so sahen die ganzen dann aus. Und ihr seht, diesmal war es dann schon durchsichtig, denn ich war zu diesem Zeitpunkt dann fast volljährig. Und da durfte ich dann, weil es dann als ausgewachsen galt, durfte ich dann endlich die etwas härteren Passteile haben und die waren dann durchsichtig. Als Kind hatte ich verschiedene Farben ausprobiert. Gelb war die, die man am wenigsten sehen konnte. Ich hatte auch einmal kunterbunte und dann blau war aber hauptsächlich meine Farbe. Also die Teile hinten waren die, die ich eine ganze Weile hatte und dann haben wir irgendwie die Passteile ausgetauscht. Genau, und dann habe ich 2009, wie gesagt, habe ich dann neue Geräte bekommen. Die habe ich hier und die hatte ich bis vor kurzem. Die sehen sehr ähnlich aus, wieder die Passteile, wieder die Geräte und hinten haben die immer noch dieses Blau und Rot. Die habe ich bis vor kurzem benutzt. Leider, eigentlich sollte man alle 6 bis 7 Jahre die Hörgeräte erneuern. Da das Erneuern aber ein ziemlich langer, anstrengender Prozess ist, das heißt, man kriegt neue Geräte, man muss sich erstmal an den Sound gewöhnen. Gewöhnungssachen, wir sind Gewöhnungstiere, das dauert ein paar Tage. Und wenn das so total abweicht von dem davor, dann kriege ich immer Kopfschmerzen und das zieht sich eine ganze Weile und dann muss ich wieder hin und dann muss es wieder neu eingestellt werden, was mich halt gestört hat. Und dann muss ich das wieder ein paar Tage ausprobieren und dann muss ich wieder hin und es geht über Wochen. Manchmal, wenn man Pech hat, Monate, bis da genau das gefunden ist, die Einstellung, die eben passt, mit der ich leben kann. Ja, deswegen habe ich das so lange hinausgezögert. Wie gesagt, 2019 habe ich meine letzten bekommen und die habe ich bis jetzt 2019 getragen, weil ich einfach keine Lust hatte, sie zu wechseln. Einmal wollte ich es machen, aber da war ich schwanger und durch die Hormone haben sie dann gesagt, das lassen wir lieber und dann habe ich eben noch mal ein bisschen gewartet, bis ich jetzt nicht mehr schwanger bin. Jetzt habe ich neue Geräte und die Technik ist natürlich in den 20 Jahren oder in den letzten 10 Jahren wahnsinnig gereift. Die Generation, wie er mir erklärt hat, der Akustiker, ist jetzt, dazwischen liegen 4 bis 5 Generationen, die ich überspringe jetzt sozusagen. Und die haben ja jetzt sozusagen alles, was ich mit diesem Gerät kompensiert hatte, gibt es jetzt alles in den kleinen Geräten schon drin, was es damals nicht gab. Für mich persönlich, ich teste ja gerade neue, ich kann die euch auch mal zeigen. Das sind jetzt die neuen Geräte, die ich teste. Die sehen hinten ein bisschen anders aus. Und das Passteil sieht auch etwas anders aus. Es ist jetzt nur noch so ein kleines Teilchen. Und das hat hier jetzt diesen blauen Punkt, dass ich weiß, auf welche Seite das gehört.
Das Problem mit diesen Geräten für mich persönlich ist, wie gesagt, die können jetzt so viel. Die können jetzt andere Geräusche ausblenden und einen Fokus auf die anderen Eingeräusche legen. Sie arbeiten jetzt miteinander, die sind irgendwie verbunden über Funk, dass sie genau wissen und sich miteinander abstimmen und so. Und ich persönlich habe die jetzt seit 2 Wochen etwa. Finde, es ist einfach zu viel Technik. Ich höre, die letzten 2 Wochen habe ich meine Stimme komplett blechern gehört. Das ist jetzt heute schon deutlich besser. Ich habe das Weinen von meinem Baby blechern gehört. Ich konnte nicht mehr singen, weil es immer so gemacht hat. Also meine Stimme, wenn ich so einen Ton machen wollte, so da, dann, das macht es jetzt immer noch, dann macht es so da. Das klingt fürchterlich, finde ich. Und das ist einfach nur so technisch, das ist nichts mehr natürlich. Die Töne sind kalt und es gefällt mir einfach nicht. Wir haben jetzt schon gesagt, wenn es jetzt bis Ende der Woche nicht besser wird, dann werden wir ein neues Modell ausprobieren, eine andere Marke ausprobieren von mir. Also die hatte ich bis jetzt immer und wir werden einfach mal ein anderes ausprobieren, ob die besser sind. Weil das Schöne am Hören ist mit diesen Geräten, finde ich, einfach weggegangen. Diese weichen Töne, diese schönen Töne, die ich hören kann, die nehme ich nicht mehr wahr. Schnipsen klingt total unnatürlich, Klatschen klingt total unnatürlich, das Singen sowieso. Und ja, es war am Anfang sogar ziemlich laut und ich weiß nicht, also ich glaube, so zu viel Technik ist manchmal nicht gut. Jetzt kann man heutzutage, was ich früher nämlich immer gemacht habe, beim Telefonieren habe ich immer die rausgenommen und rangehalten und dann mussten die halt sehr laut sprechen, die Leute, weil es nicht so ganz funktioniert hat. Heute kann man wohl das Handy schon mit den Hörgeräten koppeln über Bluetooth und alles und das ist für mich zu viel des Guten, ständig diese Strahlung in der Nähe von meinem Gehirn. Mein Akustiker verhält mich ein bisschen für paranoid und findet das nicht schlimm, weil wir haben ja so viele Strahlen um uns herum. Ich persönlich denke mir, wenn ich es verhindern kann, dann möchte ich das auch tun, weil das kann nicht gut sein. Das kann nicht gut sein und das möchte ich auch nicht. Und ja, also ich habe dieses mit dem Telefon nicht aktiviert und man kann auch die jetzt wohl schon über Apps, an meiner App auf dem Handy kann man die jetzt sogar selbst lauter und leiser machen und so. Das ist mir einfach zu viel Schnickschnack. Ich möchte einfach klassisch hingehen und er soll das machen und ich meine, dafür wird er bezahlt. Und möchte das möglichst so einfach wie möglich haben. Ich werde wahrscheinlich demnächst neu ausprobieren. Wie funktioniert das Ganze? Früher war ähnlich wie in dem Kabel, was ich gezeigt habe, wurden da so Kabel reingesteckt beim Akustiker und die waren mit seinem Computer verbunden und so konnte er die für mich einstellen. So, jetzt dann, die letzten Jahre, ging es dann auch schon ein Stückchen weiter in der Technik und ich habe nur noch so ein tolles Gerät umgehängt bekommen, da habe ich auch ein Bild mal gemacht und dann ging das schon so über, ja, netzlose Verbindung, dass er das dann ansteuern konnte und dann meine Hörgeräte einstellen konnte. Und demnächst hat er gesagt, wird das sogar komplett ohne dieses Umhängeteil gehen, da wird das direkt von meinem Computer so gesendet und dann kann er das einstellen. Und ehrlich gesagt finde ich das immer blöder für mich, weil ich total darauf angewiesen bin. Ich finde, zu viel Technik ist manchmal nicht gut und ich finde das ein bisschen gruselig, ehrlich gesagt. Aber das ist eben meine Geschichte mit den Hörgeräten, wie das bei mir anfing. Für die, die sich vielleicht ein bisschen auskennen und Interesse dran haben, was für eine Schwierigkeit ich habe und woran liegt das eigentlich. Es stellte sich wohl raus, dass erst hatte ich einen ziemlich kleinen Gehörgang, der nicht so richtig normal, sag ich mal, gewachsen ist wie bei anderen. Obwohl jetzt die Herren Ärztin sagte, nö, das ist zwar klein, aber es ist jetzt nicht zu klein oder schlimm oder so. Aber die Härchen in den Ohren, die Schallwellen weitertragen nach Säulen ins Innenohr, die funktionieren bei mir nicht korrekt. Erst dachte ich immer, sie wären zu klein, aber das ist wohl gar nicht der Fall, sondern einfach, haben so einen Bewegungssensor und dieser Sensor wohl funktioniert nicht richtig bei mir, sodass die Hälfte oder bei den hohen Tönen über die Hälfte nicht bei mir ankommt. Genau, ich habe da auch mal eine Kurve fotografiert, jetzt bei meinem letzten Hörtest beim HMO, für die, die vielleicht Ahnung davon haben. Also das ist bei 0 dieser normale, da um den Dreh sollte das immer sein. Und bei mir sackt das extrem ab, je höher die Töne gehen. Das heißt, ich habe, man nennt es so schon, eine mittelgradige, hochbetonte Schwerhörigkeit. Das heißt, die hohen Töne kann ich fast gar nicht hören. Er fällt mir sehr, sehr schwer, da muss es schon extrem laut sein. Und ja, den ganzen Rest eben nur, und mir wurde immer gesagt, um die 60% schwerhörig bin ich. So, und ja. Also ich zähle noch nicht als taub, aber ich zähle schon als, in vielen Bereichen nicht mehr so normal oder leicht schwerhörig oder so. Ja, genau.
Wie gesagt, wenn noch irgendwelche Fragen dazu sind, könnt ihr mich gerne jederzeit fragen. Ich bin da sehr offen mit diesem Thema. Ich habe mich daran gewöhnt. Ich finde es schade, dass ich es habe. Ob es angeboren ist, weiß man nicht im Nachhinein. Wie gesagt, da ich erst mit 9, fast 10 Jahren die Hörgeräte bekommen habe und es festgestellt wurde und ich vorher immer als stur galt, kann man das nicht mehr so genau sagen, ob es angeboren ist oder erworben ist. Ich hatte als kleines Kind sehr viele Mittelohrentzündungen, ob das damit zusammenhängt. Sei dahingestellt, es gibt viele Theorien, woher das kommen könnte oder was passieren sein könnte. Aber nachweisen können wir es leider nicht mehr, deswegen kann ich diese Frage leider nicht beantworten. Ist Luana betroffen? Der Akustiker meint nein, sie und ich persönlich von Beobachtung auch nicht, weil wenn ich zum Beispiel mit irgendwas rassel und wir reden dabei, ich kann das Rasseln nicht hören. Und sie guckt sofort und will das haben. Also sie hört Dinge, die ich absolut nicht hören kann, sofort und reagiert darauf. Von daher mache ich mir da überhaupt keinen Kopf, dass dabei irgendwas sein sollte, auch nicht jetzt später oder so. Ja, genau. Also wenn noch weitere Fragen sind, könnt ihr mich die gerne fragen. Das ist meine gesamte Geschichte zu meinen Hörgeräten, war sehr lang, aber jetzt habe ich das alles mal zusammengefasst für euch. Vielen, vielen Dank fürs Zuschauen. Ich sehe euch dann in meinem nächsten Video. Bis dann.